Hier sind jetzt Fußwege entstanden. Ach, das geht auch. Faszinierend. Man kann also. So, das nochmal hier. Zusätzliche Überwege auch dadurch einbauen, dass man hier die Straßenform ändert. Hier habe ich also eine Straße mit Grünstreifen und dann eine Straße ohne Grünstreifen. Dann werden zusätzliche Fußgängerüberwege erzeugt, wo die Fußgänger dann auch drüber gehen können. Denn wären die ja nicht die Überwege, würden sie da nicht gehen. Ja, eine Pirouette. So, hier hat man das zum Beispiel ja auch, ne? Hier hast du jetzt da einen Fußgängerüberweg. Nun gut, hier gibt es kaum Fußgänger, ne? Aber theoretisch würde einer, der jetzt von hier nach da will, irgendwie erstmal darüber laufen. Dann hier hin. Und hier können sie also hier zwischen rüber laufen. Guck an, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das sehe ich jetzt erst.